Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Ein kurzes Video zur Moralin-Kultur oder zum Moralin-Kult. Was ist damit gemeint? Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zur Hypermoral, was ein bisschen auch eine Buchrezension war. Wir haben eine hypnotisch-suggestive Verstrickung, hat Werner Meinhold damals in seinem Standardwerk Hypnose gesagt, der großen Institutionen. Er hatte damals allerdings nur vier. Ich würde eine fünfte Abteilung damit zunehmen. Dann wird da draus natürlich dann so eine Art Pentagramm. Passt aber irgendwie auch. Also wir haben aktuell ja in der Gesellschaft fast nur noch moralisch aufgeladene, impulsgetriebene, emotionsgetriebene Debatten. Eine Debattenkultur auf Basis von Moralien. Und das merkt auch jeder, der sich irgendwie in Social Media bewegt, weil es kommt sofort immer eine Keule, die derart moralisch ist, dass du sachlich, fachlich über Dinge gar nicht mehr sprechen kannst. Weil das Moralische meistens ja irgendwie stimmt, deswegen greift es dann ja auf einen ja, zu, worauf du quasi, wenn du dagegen dann argumentierst, sofort als Unmensch hingestellt wirst. Das heißt, da ist auch gleichzeitig immer ein Framing mit verbunden. Zu Framing habe ich auch ein Video gemacht, kannst du gerne auch schauen. Ja, wir haben also die Situation, dass wir natürlich jetzt hier diese großen Institutionen haben, wie Religio, also oder Religion, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Politik. Das sind so die vier Instanzen, die Meinhold beschrieben hat. Und dann haben wir eben, würde ich sagen, heute als fünfte Instanz dazugekommen, das war damals, als das Buch geschrieben hat, noch nicht so stark, massiv einfach die NGOs, das heißt die Nichtregierungsorganisationen, obwohl es paradoxerweise auch Regierungsorganisationen gibt, die NGOs betreiben. Und das sind dann eben halt Nichtregierungsorganisation, was natürlich ein bisschen obsolet in sich ist, aber ihr versteht, was ich meine. So, und die werden halt immer mehr und sind halt so, haben natürlich alle immer sehr erhabene, eherne Ziele. Häufig werden auch andere Ziele im Hintergrund verfolgt und die dem Spender oder der Geldspenderin dann vielleicht nicht so klar sind. Und das kommt ja auch immer mal wieder sowas ans Licht. Und wir haben also eine laut Meinhold eben eine hypnotisch-suggestive Interessenverpflichtung dieser Organisationen. Und dieses hypnotisch-suggestive wird natürlich medial vermittelt. Das heißt, die Medien sind eigentlich diejenigen, die dann diese Botschaften an die breite Masse streuen. Oftmals sind ja die Inhaber von bestimmten großen Konzernen auch die gleichen wie die der Medien. Das ist dann natürlich rein zufällig und es würde auch nie so sein, dass da dann Sachen über den Äther gesendet werden, die der einen oder anderen Sache dienlich und nützlich sind. Ja, also wer sowas denkt, also der kann ja nicht alle Tassen im Schrank haben. Ja, so, das heißt also, wir haben ja auch hier dann immer wieder diese Verstrickung, wir kennen das natürlich, Wirtschaft, Politik, auf jeden Politiker, der aus dem Bundestag fällt, stürzt auf drei Lobbyisten drauf, so irgendwie, ja, das ist ja bekannt, in Dortmund, Nordstadt, da fällt jeder, der aus dem Fenster fällt, auf zwei Sozialarbeiter automatisch und drauf und in Berlin sind es halt die Lobbyisten, auf die man drauf fällt. Und ja, also diese Verstrickung hast du natürlich von der Wissenschaft zur Wirtschaft auch, weil die Wirtschaft eben die Studien bezahlt. Wir haben die Verbindung dann, wie gesagt, zu den NGOs, weil die Wirtschaft wiederum halt die NGOs finanziert. Die NGOs nehmen wieder großen Einfluss auf die Politik. Da auch wieder mit der Wissenschaft diese Verknüpfung. Und es geht ja immer gleich alles immer um die gute Sache, geht immer um die Weltrettung, geht immer um die Rettung von anderen Menschen, von Lebewesen und so weiter. Was ja an sich auch eine gute Sache ist, per se, ja, um was es da geht. Aber eben, wie gesagt, oftmals werden damit ganz andere Agenden durchgepusht, die dann eher wieder in Richtung Enteignung laufen, dass der Mittelstand ausgehöhlt wird, dass die Sicherheit in Ländern ausgehöhlt wird, dass sie ja, die Unabhängigkeit von Ländern untergraben wird und solche Dinge einfach, ja.
wo man frei nach Willy Brandt, lassen Sie uns ein wenig mehr Sozialismus wagen, so, ja, in diese Richtung. Ja, und die Religion gibt dem häufig dann noch so einen, wie soll ich sagen, hypermoralischen Impetus, wo das Ganze dann natürlich noch von ganz oben quasi abgesegnet wird, dass eben das Ganze so, genau so, nicht anders jetzt total richtig ist und ja, derjenige sich dann wirklich in einer moralisch überheblichen, ja, wie soll ich sagen, Situation befindet, wo er sich einfach auch im Recht fühlen kann gegenüber allen anderen, die das jetzt irgendwie anders sehen oder kritisieren. So, das sieht ja momentan auch so aus. Noch nie war es so einfach, Leben zu retten. Ja, so, Und das ist ja auch interessant, wie das dann choreografiert wird. Ja, also wie auf einmal von jetzt auf gleich die Meinung komplett umschwenken. Zuerst ist dieser Stofflappen wissenschaftlich belegt Nonsens, bringt also nichts. Dann auf einmal ändern die Meinung und es ist komplett das Gegenteil. Und es wird alles orchestriert, durchgezogen. Die Wirtschaft macht natürlich ein Schweinegeld, dass dann auf einmal Politiker wieder Angehörige haben, die dann solche Firmen betreiben, die das produzieren. Das interessiert kaum einen. Da sieht man ja auch diese Verstrickung wiederum, ne? Ja, und dann auf einmal tauchen jetzt doch wieder Sachen auf, wo es dann heißt, nee, es bringt doch was. Ja, also es ist wirklich an fast jeder Situation, die so läuft, kannst du diese Sachen irgendwie schon durchaus herausdestillieren, wenn du dich da ein bisschen reinarbeitest. Es gibt ja auch da verschiedene Gruppierungen, die da diesbezüglich auch dann in Richtung Bestechungen und so weiter gucken. Und da ist Deutschland ja auch bei Transparency International, schneidet Deutschland ja in der Regel auch nicht so ganz so gut ab. Und da läuft also auch viel im Hintergrund, wo dann Gelder hin und her getauscht werden. Und es gibt ja diesen alten Spruch, follow the money, also folge dem Geld. Und dann kriegst du einfach eine Idee davon, was möglicherweise los ist. Neben dem, was uns verkauft, was wie etwas los ist, ja. Also in diesem Sinne vielleicht mal ein wenig Hypermoralin weglassen und mal wieder auch das Frontalhirn einschalten und vor allen Dingen auch die Bauchintelligenz nutzen und vielleicht mal ein paar kritisch auch alternative Medien nutzen und dann aus diesen beiden Polen, die deine Meinung bilden, es geht gar nicht um das eine oder das andere, sondern es geht darum, aus beiden sich selber dann was heraus erwachsen zu lassen, aus sich selber heraus. Okay? In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Ciao.